Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge Ungeschnitten. Ja, ich weiß, ich war eine Weile nicht da. Ich hatte irgendwie halt auch irgendwie tierisch viel zu tun. Also irgendwie geht momentan alles wirklich drunter und drüber. Dem Pony ging es nicht so gut. Da musste ich ein bisschen was machen. Meinem Auto ging es nicht gut. Da musste ich auch irgendwie ein bisschen was machen. Dem Auto von meiner Freundin ging es auch nicht gut. Da war irgendwas mit der Klimaanlage, da musste ich auch was machen. Ja, und so gehen die Tage dann ins Land, ne? Was willst du machen? Halt immer ein bisschen was zu tun. Tja, irgendwie ist das mal wieder so wie immer. Ich weiß wieder nicht irgendwie, über was ich jetzt überhaupt reden will. Also, nee, das ist eigentlich auch falsch. Dass ich es nicht weiß, ist eigentlich Quatsch, weil ich habe schon wieder tausend Sachen irgendwie im Kopf. Weil auch in den letzten Tagen mir ständig irgendwelche Sachen einfallen, auffallen und wie auch immer. Und das ist dann immer so das Problem. Dann hast du so ein Thema im Kopf und dann kommt ein zweites und dann kommt ein drittes und dann kommt ein viertes. Und das kannst du eigentlich natürlich nicht zusammenpacken, will ich auch gar nicht, ist ja Quatsch. Aber ja, irgendwie muss man dann noch gucken, was ist wichtig oder was ist aktuell oder was ist nicht so wichtig oder was ist eher unterhaltsam oder keine Ahnung, wie auch immer. Ich kann ja die ganzen Dinge einfach mal so ein bisschen anreißen. da kriege ich auch meine 20 Minuten mit voll. Ja, also ich habe zum Beispiel letztes Wochenende, das ist so eins der Themen, ich habe letztes Wochenende tatsächlich ein paar Sachen bestellt für meinen Pony. Ein Wurmtest, der soll irgendwie, glaube ich, von der Firma aus Berlin kommen. Und dann nochmal irgendwo aus Süddeutschland, glaube ich, oder Mitteldeutschland, Süddeutschland, keine Ahnung. Auch noch irgendwie, ich will jetzt nicht sagen Medikamente, aber schon auch noch was fürs Pony. Ja, kann man ja machen. So, nach ein paar Tagen habe ich da wegen dieser Wurmkur-Geschichte eine Mitteilung gekriegt, dass es da wohl irgendwie Schwierigkeiten gibt bei DHL. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob sich das auf Geschäftskunden bezieht oder auf Privatkunden, keine Ahnung. Also auf jeden Fall haben die da wohl irgendwie ein Problem, welches auch immer, und die Lieferung verzögert sich. Ich dachte, na gut. Eigentlich scheiße, weil eigentlich brauche ich den, aber kannst ja nichts machen. Ich glaube, 2 Tage später habe ich nochmal eine Mail gekriegt. Oh, tut uns leid, dass Sie das noch nicht haben. Kann sich noch ein paar Tage verzögern, aber wir arbeiten dran. Zwischenzeitig, und das finde ich so das Lustige, hat sich meine Freundin mit ihrer Schwester da irgendwie ausgetauscht. Die haben irgendwelche Sachen hin und her geschickt. Und das Lustige ist, ihre Schwester kommt aus Berlin. Das heißt, ihre Schwester hat ein Paket von Berlin aus hier nach Ostfriesland geschickt und meine Freundin hat ein Paket von Ostfriesland nach Berlin geschickt. Naja, so oder so wird es wahrscheinlich irgendwie, also ich kenne es zumindest mal aus Bremen, über dieses Güterverkehrszentrum, Postverteilerzentrum, wie auch immer, irgendwie laufen. Also Berlin wird sowas ja auch haben, logischerweise. Sowohl das Paket hier aus Ostfriesland als auch das Paket aus Berlin ist nach einem Tag da gewesen. Also welche Probleme DHL da jetzt haben soll, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist mir rätselhaft. Ja, das andere Ding ist halt auch so eine ärgerliche Geschichte. Sicherlich zum Teil meine Schuld, aber ich habe es eigentlich im Prinzip gleich wieder gerade gebogen. Und das ist, das sind diese anderen Sachen, die ich da fürs Pony bestellt habe. Ich habe das über einen Online-Shop bestellt und habe es, wie eigentlich immer, mit PayPal bezahlt. Nun habe ich natürlich vorher, also jeder hat ja vorher irgendwie mal woanders gewohnt, so auch ich. So, nun hatte ich die alte Adresse da noch mit drinne. Ja, ich weiß, das macht man nicht. Aber ich habe ja zwischendurch auch schon 53.000 Mal irgendwie mit PayPal bezahlt und das war immer völlig okay. So, da habe ich mit PayPal bezahlt, kriege
5 Minuten später diese Bestätigungs-E-Mail, wo meine alte Adresse als Lieferadresse und als Rechnungsadresse drin steht. Gut, nun habe ich irgendwie halt Glück gehabt, das war halt nachts um 12:30 oder so, Sonntagnacht um 12:30. Ich habe es auch gleich gesehen. Also ich habe tatsächlich einmal drüber geguckt und habe gedacht, huch, da stimmt ja was nicht. Gleich eine Mail geschrieben. Ne, so Alarm, Alarm. PayPal hat da was durcheinander gekriegt. PayPal hat das automatisch ausgefüllt. Warum der meine alte Adresse genommen hat, weiß ich nicht. Ich habe sie jetzt auch rausgenommen. Macht er sonst auch nicht, aber in diesem Fall hat er es halt gemacht. Vielleicht, weil ich da noch nie bestellt habe oder vielleicht, weil, keine Ahnung. Ja, ich habe der Montagmorgen um 8:30 oder sowas, hatte ich eine E-Mail im Postfach, wo halt drinne stand, vielen Dank für Ihre Mail, wir haben das geändert, wir schicken das jetzt an die von Ihnen angegebene Adresse. Da habe ich gedacht, ja, siehst du, toll. Das war ja, wie gesagt, Montagmorgen und ich glaube, Dienstag habe ich eine Mail gekriegt mit dem Versandlink, also diese Tracking-Geschichte, und habe gedacht, ja, top, ist unterwegs, dürfte denn ja morgen übermorgen hier sein. War jetzt übrigens nicht mit DHL und auch nicht aus Berlin, sondern ich glaube, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war DPD, glaube ich. So, und irgendwie habe ich dann Donnerstag, Freitag habe ich dann gedacht, das kommt überhaupt nicht. Sehr merkwürdig. Ja, dann habe ich da in der Firma angerufen, habe gesagt, ja, hier, hallo, ich bin's, ne? Was ist mit meinem Paket? Und gesagt, ja, was soll denn mit dem Paket sein? Ich sage, ja, ich habe gerade eben nachgeguckt. Das Paket ist ausgeliefert worden. Ja, ist doch schön. Ich sage, nee, ist es nicht, weil es ist definitiv nicht an mich ausgeliefert worden. Und dann hat sie gesagt, ja, dann müssen Sie das irgendwie mit dem Paketdienst klären, dann müssen Sie da anrufen. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, bevor ich das jetzt mache, wo habt ihr es denn überhaupt hingeschickt? Also, wenn der DPD-Onkel hier kommt, wir wohnen hier in so einem Zweifamilienhaus, dann weiß ich, dass er das unten bei der Nachbarin abgibt. Und die wiederum legt es uns auf die Treppe und also, das kommt nicht weg. Übrigens weiß der DPD-Onkel auch, wo er seine Pakete hinlegen muss, wenn hier mal überhaupt keiner ist. So, und da beides irgendwie halt nicht so war, habe ich gedacht, fragst du mal nach. So, dann hat sie gesagt, ja, das ist die und die Adresse. Ich sag, aha, habe ich mir schon fast gedacht. Ich sag, und warum habe ich dann Sonntagnacht eine E-Mail geschrieben mit der neuen Adresse, die auch bestätigt wurde? Und hat sie nachgeguckt und hat gesagt, ja, stimmt. Habe ich auch geändert, haben die im Versand Scheiße gebaut. Ja, ich melde mich gleich wieder. Also, ach ja, ehrlich jetzt, super. Ja, sie hat dann irgendwie eine Stunde später zurückgerufen, hat gesagt, ja, nee, war mein Fehler, Scheiße gebaut, wir schicken es neu raus. Na gut, jetzt haben wir Dienstag und ich habe weder irgendwie eine Mail gekriegt, dass das raus ist, noch keine Ahnung. Also nervt mich sowas, ne? Nervt mich. Jetzt kann man natürlich sagen, oh ja, das liegt hier am hohen C und die Jungs sind alle total gestresst und da ist irgendwie alles irgendwie Kacke oder so. Aber Stress ist jetzt irgendwie für mich nicht so unbedingt die Entschuldigung. Absolut nicht. Das ist, für mich ist das so eine Geschichte. Also ich bin Motorradmechatroniker und jetzt ist genau die Zeit, wo wir den allergrößten Stress haben. Ne? Frühjahr, 1. Mai, wie auch immer, alle wollen anfahren, anblasen, an Dingsen, Saisoneröffnungsgedöns. Gut, ist jetzt so ein bisschen eingeschränkt, aber trotzdem darf man ja fahren. Die meisten haben Saisonkennzeichen, die fahren April oder Mai bis November oder Dezember oder wie auch immer. Je nachdem, was auf dem Kennzeichen steht. So, und da kann ich auch nicht kommen und sagen, oh, ich hatte ganz doll Stress, deswegen habe ich die Bremse nicht angeschraubt. Oder, oh, ich hatte ganz doll Stress, deswegen habe ich das Rad nicht festgezogen. Er geht nicht. Geht einfach nicht. Also ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wenn man nicht Herr der Lage wird, da muss man halt ein paar mehr Leute einstellen oder da muss man mit offenen Karten spielen, weil
Zum Teil glaube ich auch, dass das irgendwo mit unseren Lieferketten und was weiß ich irgendwas zusammenhängt, dass die Leute das gar nicht so quasi aus dem Keller holen und versenden, sondern die sagen einem Großhändler Bescheid und der schickt es halt weiter oder keine Ahnung, wie auch immer. Und die können halt einfach nicht liefern. Das sagten die mit diesen Medikamenten fürs Pferd ja auch. Oh ja, wir haben gerade gesehen, da fehlt sowieso noch eine Sache. Das wäre sowieso nicht zusammengekommen. Ja, toll, habe ich im Onlineshop gekauft, beides auf grün, beides verfügbar und trotzdem ist irgendwas nicht verfügbar. Riecht mich auf sowas. Echt, absolut. Nächstes Thema, was irgendwie voll der Aufreger ist. Ich habe letztens so ein paar Videos bearbeitet. Ich bin ja auch bei Instagram mit meiner Pony-Geschichte hier. Und dann habe ich irgendwie Videos bearbeitet und dann habe ich gedacht, oh, ich schicke da mal irgendwas hoch für eine Story, beziehungsweise ist denn ja ein Highlight, also ist ja so ein mehr als 15 Sekunden Video gewesen. Habe es dann irgendwie halt über mein Videobearbeitungsprogramm zurechtgehäkelt und lad das hoch und denk so, oh, das ist aber langsam, ne? Nur geguckt, ja, okay, gut, aber ich habe Internet, ich hänge hier im WLAN. So, und irgendwann habe ich dann wieder drauf geguckt. So, dann war es auch weg. Toll. So, dann wollte ich hier bei YouTube noch was hochladen. Ja, das war ein etwas größeres Ding. Ich glaube, so 2 GB oder so. Und nach ein paar Sekunden habe ich dann gedacht, uiuiuiui, langsam das Ding, langsam. So, habe ich gedacht, naja gut, ich habe ja Zeit. Da hängt ja jetzt nicht mein Leben von ab. So, und dann wieder so eine Geschichte, wie es hier schon tausendmal passiert ist. Da bricht einfach das Internet zusammen. Und das Handy macht lustig irgendwie, also ich mache es tatsächlich übers Handy. Und das Handy macht einfach lustig über mobile Daten weiter. Jetzt kann man ja sagen, ja, ist ja scheißegal. Wäre es ja schön blöd, wenn du jetzt nicht irgendwie so Flatrate hättest. Ja, okay. Nee, habe ich nicht. Also ich glaube, ich habe mobile Daten 5 GB oder irgendwie sowas, was ja für unterwegs mal eben Mails checken und keine Ahnung, irgendwas auch völlig reicht. Aber wenn ich jetzt irgendwie 2 Videos 2 GB über mobile Daten hochlad und das irgendwie am 2. und am 3., dann kann ich mir ungefähr vorstellen, wie weit ich mit dem ganzen Scheiß noch komme. Also Internet, also die Festnetzleitung, Festnetzinternet, grausam, grausam. Also wir sind bei diesem Anbieter, bei diesem roten Dingsda-Bumster, ne? So, ich will den Namen jetzt nicht sagen, aber ihr wisst das, ne? Rot, dieser komische rote Tropfen mit dem weißen Dingsda-Bums da drinne. Und das ist alle Nase lang. Ich habe vorher woanders gewohnt, also auch in Ostfriesland, aber irgendwie halt 20, 30 Kilometer von hier entfernt. Also mein Mobilfunkvertrag habe ich bei demselben Laden und auch da war es immer mal wieder so, dass das Ding irgendwie eingeknickt ist und dann humpelst du da irgendwie mit so einem E plus und mit E und keine Ahnung, H und Ö, also mit irgend so einem Scheiß da irgendwie rum und brauchst ewig, um irgendwie mal ein Bild aufzumachen oder um eine Datei zu verschicken. Also die Netzabdeckung hier, ja, ich weiß, wir wohnen hier am Arsch der Welt, aber die Netzabdeckung hier, sowohl mobil als auch was da so aus der Erde kommt, grottig. Wirklich grottig. Also, keine Ahnung. Mich würde mal interessieren, wie das bei euch so ist, wie ihr so zu den Sachen steht. Einfach mal so in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so habt, dass ihr so ständig irgendwelche Funklöcher habt, dass irgendwie GPS ausfällt, so kein GPS-Empfang, wenn ihr da irgendwie mit Maps unterwegs seid oder einfach so zwischendrin. Also mir passiert das öfter mal,
dass ich so einen halben Weg weiß, dass ich dann sage, juhu, ich fahre hier los, und wenn ich dann auf der Autobahn bin und keine Ahnung, 10 Kilometer, dann mache ich das Navi an, weil dann weiß ich nicht mehr weiter. Ich weiß, dass ich dann da hinten irgendwie eine Abfahrt runter und ab da weiß ich nicht mehr. Und dann ist der teilweise wirklich am Ochsen wie doof, um dann irgendwo mal ein GPS-Signal zu kriegen. Oder auch Internet selber, mobile Daten. Ja, haben sie gesagt, komm hier direkt zu uns, da hast du 4G, Dings da, Bums da, und da, also super. Ja, weiß ich nicht. Also irgendwie finde ich das hier ein bisschen rückständig. Dazu habe ich auch noch eine kleine Geschichte von wegen Internetempfang und so weiter. Ich war 2017, war das? 2017, ist auch schon ein bisschen her, auf Kreta. So, und wir waren da im Hotel, Halbpension. Trotzdem war es dann halt so, dass so, wenn man da im Kiosk kauft oder einfach ein paar Sachen, ein paar andere Sachen braucht, die man jetzt nicht unbedingt in so einem teuren Kiosk kaufen will, kannst du da auch zum Supermarkt. Ne? Die haben ja zum Teil dieselben Supermärkte hier wie wir hier. Also die mit dem A und die anderen mit dem L und so. Ne? Und wir wollten halt zu dem mit dem L. Und da waren wir das Jahr vorher auch schon mal, und irgendwie hatten wir da auch so eine kleine Abkürzung gefunden. Na gut, nun ist das ein Jahr her. Aber wir sind dann diese Abkürzung gegangen, vermeintliche Abkürzung, und waren dann irgendwo in den Bergen. Also jetzt nicht wie im Himalaya oder wie auf Matterhorn oder so, aber irgendwie halt so auf irgendeiner Bergstraße. Da war auch irgendwie, da waren Berge und so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich sag, wir sind doch komplett verkehrt hier, oder? Also ja. Ich glaub's auch. Ey, und ob ihr es glaubt oder nicht, ich hab mein Handy rausgeholt, hab Maps aufgemacht, hab eingegeben, wo ist hier der nächste Laden mit dem L, bin auf den Fußgängermodus gegangen, und der hat mir von da aus den Weg gezeigt. Ey, Leute, ehrlich, in den Bergen, wo nichts ist, wo 5 Holzhütten standen und 11 Ziegen rumgerannt sind und wo du nicht ein einziges Auto gesehen hast, wo nichts ist. Da hast du Empfang, und der schickt dich zum nächsten großen L. Krass. Ehrlich, finde ich krass. Und hier ist halt nicht so prickelig. So, jetzt habe ich auch irgendwie gar nicht auf dem Schirm, wie lange ich jetzt schon gelabert habe. Weil sich irgendwann mein Bildschirm ja ausschaltet. Diesmal habe ich es ein bisschen schlauer gemacht. Diesmal bin ich in den Flugmodus gegangen, damit ich nicht wieder durch irgendwelche Anrufe oder irgendwas unterbrochen werde. Ja. Dazu fällt mir jetzt aber auch noch mal eben was ein. Ich muss mal eben, Moment. Ich bin ja im Wohnzimmer, ich darf hier ja rauchen. Videoaufnahmen. Mein lieber Kumpel Holly hat sich über meine letzten Videos, also hin und wieder regt er sich mal auf. Ja klar, der Mann, der ist Fotograf und filmt und macht und tut. Und hat mal gesagt, Mensch, Mike, du musst da irgendwas machen. Du hast Windgeräusche da drauf, und man hört überhaupt nichts und man versteht überhaupt nichts, und irgendwie ist das blöd, und mach mal was. Gut. Und weil ich ihm einfach glaub, weil er da Ahnung von hat, habe ich jetzt was gemacht. Also ich habe mal so ein bisschen ins Portemonnaie gegriffen, also in meins, und hab mich mit so ein bisschen Gedöns eingedeckt. Ich habe fürs Handy jetzt ein zusätzliches Richtmikrofon, so ein kleines Rohrmikrofon, mir besorgt zum Anstecken, was auch tatsächlich funktioniert. Voll cool. Dann habe ich mir noch ein Funkmikrofon geholt, weil ich auch natürlich irgendwie mit dem Pferd arbeite und ab und zu mal die Hände frei habe und oder frei haben muss, und dann kann ich nicht irgendwie mit dem Handy in der Hand und einem Mikro in der Hand und irgendwas, dann kann ich irgendwie halt nichts mehr machen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert momentan noch nicht, aber ich weiß auch schon warum. Ich brauche da so einen anderen Stecker für. Also, ne, also der hat ja oben diesen Kopfhörer.
Mikrofonstecker und da braucht man halt einen anderen für, weil ich glaube, dieses Mikrofon ist eher für eine Kamera, also für eine Spiegelreflex oder für eine Videokamera mit externem Mikrofon und der hat halt irgendwie nichts mit Kopfhörer. Ne, das ist halt irgendwie, das ist, der hat nur ein Mikro und wenn du da einen Stecker reinsteckst, dann ist da halt Mikro dran, der hat einen Mikroeingang, fertig. Beim Handy ist das ja anders, der hat ja Mikrofon und Kopfhörer. Und wenn du da dann diesen Stecker mit diesen zwei schwarzen Ringen reinsteckst, dann erkennt er das halt nicht als nur Mikrofon. Dann denkt er, das ist ein Kopfhörer und dann geht's nicht. So, also habe ich mir jetzt einen Adapterstecker bestellt. Ja, und da ist jetzt halt so das Ding. Also, wenn ich damit jetzt arbeiten kann, habe ich mich gefragt, macht es Sinn, weiter diese Geschichten jetzt so aufzunehmen, also jetzt einfach quasi als Podcast, oder soll ich das einfach mal mit Kamera anmachen? Keine Ahnung. Sag's mir, schreib's mir in die Kommentare, ob das vielleicht cooler ist, irgendwie das als Video zu machen. Ich meine, letztlich ist das ja nicht mehr Aufwand. Also ich stelle das Ding dahin, richte das einmal aus, mache drück den Knopf und dann kann ja genauso labern. Aber kann ja auch sein, dass die Leute sagen oder dass ihr sagt, nö, dich will keiner sehen. Weiß ich ja jetzt nicht. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Also so weitermachen als Labergedöns hier oder ob das vielleicht cooler ist, das als Video zu machen. Würde mich interessieren, tatsächlich. Ja. Also ich habe jetzt immer noch nicht auf die Uhr geguckt. Aber egal. Das war eigentlich auch erstmal das, was ich loswerden wollte. Ich werde gleich noch so ein Ding aufnehmen, aber tatsächlich dann wieder nur mit einem Thema. Ich habe mir tatsächlich überlegt, also auch das ist so eine Geschichte, die mir so durch den Kopf gegangen ist, auf die ich ein bisschen näher eingehen wollte. Ich spoiler jetzt mal ein bisschen. Und zwar bin ich über jemand anders da drauf gekommen. Ich habe da irgendwie einen Bericht drüber gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt vom Olli. Ich will jetzt nicht sagen, was tun, wenn es brennt, aber so ähnlich. Also Notfallvorsorge. Hashtag Stromausfall. Oder überhaupt irgendein Notfall. Also jetzt aber so unter der ganz großen Überschrift Blackout, Bums, Strom weg. Und jetzt nicht nur für eine Stunde und auch nicht für 3 Stunden, sondern vielleicht für 3 Tage, eine Woche oder keine Ahnung. Habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, nachdem ich das denn irgendwie so ein bisschen gesehen habe und noch ein paar Videos, habe ich gedacht, vielleicht sollte man sich da doch mal ein paar Gedanken drüber machen, vielleicht. Weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall so ein Ding, was ich jetzt dann nochmal irgendwie anreißen wollen würde. Ja, und des Weiteren werden mir bestimmt noch ein paar mehr Sachen einfallen. Ja, das soll's soweit erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören, also zumindest bei den Leuten, die es bis hierhin geschafft haben. Und ich sage dann mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann abonniert doch bitte den Kanal. Klickt die Glocke, lasst ein Like da, teilt oder kommentiert. Danke.